Eine kleine Siedlung in der Elfenbeinküste in Schutt und Asche. Die Armee hat das Urwalddorf Baleko geräumt, im Auftrag der Regierung. Der Grund: Die Einwohner haben Kakao angebaut, illegal, mitten im Naturschutzgebiet. Einige Vertriebene sind zurückgekehrt. Sie wollen retten, was zu retten ist von ihrer Habe. Sie haben alle im Dorf verjagt. Wir konnten nicht mal unsere Sachen rausholen. Sie haben die Häuser zerstört, mit den Sachen drin. Vor 50 Jahren hat sich der Urwald noch über viele Millionen Hektar erstreckt. Heute ist nur noch ein Fünftel von dem Naturerbe übrig, wegen der unerlaubten Kakaoplantagen und illegaler Abholzung. Die Regierung will die verbliebenen Flächen retten. Diese Wälder sind wichtig für die Umwelt und für die Wirtschaft der Elfenbeinküste. Wir mussten etwas unternehmen. Die Regierung hat entschieden, die illegalen Siedler zu vertreiben, weil sie nur Zerstörung anrichten. Die fruchtbaren Böden und seltenen Hölzer der Urwälder sind ein wertvoller Rohstoff für das arme Land. Von der nachhaltigen Bewirtschaftung sollen einmal alle Menschen profitieren. Die Einwohner von Baleko suchen nun nach einem neuen Ort zum Leben. Irgendwo außerhalb ihrer Heimat, im Urwald der Elfenbeinküste.